Weil das Ganze ist ja heute auch Charity Bazaar, ist die Sache, ist eine gute Sache, die wir unterstützen wollen heute, hat einen ganz besonderen Zweck. Anker für Nepal heißt das Ganze als Event und Pate für dieses Event ist Ralf Bauer. Ein kleiner Applaus für Ralf Bauer an dieser Stelle. Super! Ich werde jetzt mal darauf verzichten, alle Firmen nochmal zu nennen, die uns heute unterstützen, weil das haben wir vorhin schon getan. Es sind so unendlich viele, aber es ist wirklich toll, was in Hannover möglich ist und ich weiß, wie viele sofort bereit waren, das Ganze zu unterstützen. Alles, was Sie hier sehen, was Sie kaufen können, was Sie essen und trinken können, das alles geht direkt ohne Umwege in die Hilfe rein. Und da kann uns jetzt Ralf ein bisschen was erzählen, weil das Ganze ist ja, seine Idee, mit seiner Idee, mit vielen Unterstützern und er hat schon eine lange Tradition, dass er halt in Tibet und in Nepal hilft und das kann man uns jetzt mal erklären. Bitte, Ralf. Auf Tibetisch, wenn man sich sieht oder wenn man geht, sagt man immer Tashidelek. Ja? Tashidelek heißt so viel übersetzt wie Glück und Segen. Ja, das ist deren Gruß. Und das Gebet von Tibetern, was die 1 Million Mal jedes Leben rezitieren, auch bei diesen Gebetsmühlen, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese Gebetsmühlen, die werden immer gedreht und dann gibt es manchmal so tibetische Gebetsfahnen in 5 unterschiedlichen Farben. Ja? Jede Farbe steht für ein gewisses Element. Die Asiaten gehen immer von 5 Elementen aus. Neben unseren 4 gängigen gibt es in Tibet das Raumelement, dort wo wir sind. Ja? Dort ist der Raum. Wir schauen in 4 unterschiedliche Richtungen und jede Richtung ist auch mit einem ganz gewissen Element, ja, personifiziert. Und dieses Gebet, was die Tibeter ein Leben lang leben, heißt immer Om Mani Padme Hum. Ja, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das gibt es haufenweise irgendwie auf Liedern auch. Oder manchmal, wenn man in Asien unterwegs ist, wird Padme Hum geschrieben. Ja, Om Mani Padme Hum. Ja, und das heißt so viel wie übersetzt wie, möge jedes Lebewesen vom Leid befreit werden. Also wenn die Tibeter beten, beten sie nicht nur für sich selber, wie das vielleicht bei uns eher, ich bin katholisch aufgewachsen, ich bin auch immer noch Katholik, ja. Es wird auch geschrieben, dass ich Buddhist bin, das stimmt nicht. Mich interessieren nur die unterschiedlichen Religionen. Ja, ich habe in Hamburg ganz lange bei Moslems gelebt. Ja. Ich habe einen türkischen Blutsbruder. Das heißt, ich war oft in Israel unterwegs, um dort Goethe-Rezitationen zu machen. Ich finde jede Religion interessant, jede Philosophie manchmal, auch wenn sie lebbar ist. Ja. Und darum geht es ja eigentlich immer auch bei den unterschiedlichen Religionen. Und dieses Om Mani Padme Hum, ja, das ist außergewöhnlich, weil es eben zeigt die Einstellung der Tibeter, deswegen ein Schatz für mich auch immer so zu bewahren, weil sie eben für die ganze Weltbevölkerung beten. Ja? Und die, hier hinten sieht man ihn, ja? Das ist ein tibetischer Mönch, ja, den ich schon sehr lange kenne, in den 90er Jahren in Wien kennengelernt habe, Wangchen. Und Wangchen lebt in Barcelona, leitet dort das Tibethaus, Casa del Tibet auf Spanisch. Und Wangchen hat dort natürlich auch sehr viele Tibeter und eine Tibeterin, die ganz aktiv ist. Ja, das ist Ringsing, die ist heute auch da. Die steht da hinten. Ja, da steht so eine kleine Frau. Ja, man muss ja wirklich sehen, das ist so Durchschnittsgröße der Tibeter. Ja, ja, das ist Ringsing. Ja, das ist Ringsing. Tibetische Tracht, ja, Chuba genannt, das Rennen in Tibet eigentlich immer rum. Und anhand dieser Schürze hier sieht man nicht immer, ob die Frauen verheiratet sind oder nicht. Haben aber immer nur die Frauen dran. Und es gibt eine witzige Geschichte. Wir waren mal zusammen in einem tibetischen Flüchtlingslager, wofür wir Geld gesammelt haben und schon viele Sachen, also immer diese Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Wir haben unter anderem damals einen LKW gekauft, damit sie Waren, die sie selber produzieren, auch wieder wegtransportieren können. Das ist ein wirklich sehr unzugänglicher Bereich. Und in diesem tibetischen Flüchtlingslager, da gibt es 400 Kinder. Und da sagte Wangchen, mach doch mal was Witziges für die Kinder. Und da habe ich ein bisschen Pantomime gemacht und dann wollte ich auch noch auf den Kopfstand gehen. Und da ich keine Jeans anhabe, ja, ist dann auf dem Weg vom normalen Stehen in den Kopfstand, ist mir die Jeans gerissen. Ja, aber wirklich extrem. Also es war hier quasi ein bisschen zur Unterhose, ja, hat man alles gesehen. Also bis zur Unterhose, ja. Und dann war eine tibetische Lehrerin da und die Kinder haben schon gelacht, als mir die Hose gerissen ist. Ja? Und dann hat mir eine tibetische Lehrerin hat mir so eine Chupa gegeben, ja, damit ich das Notwendigste verdecken kann. Und da war aus für die Kinder. Ja? Weil wenn ein Mann diese Schürze trägt, ja,